Mein Name ist Heiko Päth. Ich arbeite an der Universität Würzburg im Institut für Geographie und Geologie und bin hier Professor für physische Geographie mit dem Schwerpunkt Klimaforschung. Mit meiner Arbeitsgruppe erforsche ich alle möglichen Fragen rund um den anthropogenen, also menschgemachten Klimawandel. Die Zielsetzung besteht darin, dass wir einen Blick werfen auf unsere klimatische Zukunft, um uns halt rechtzeitig anpassen zu können an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels. Die Universität Würzburg ist eine sehr breit aufgestellte Universität mit vielen Fakultäten und Instituten und dementsprechend auch vielen Forschungsrichtungen. Das ist für mich von Vorteil, weil ich dadurch viele Andockpunkte habe mit Kolleginnen und Kollegen. Denn die Klimaforschung ist eigentlich eine sehr interdisziplinäre Forschung, die halt Impulse aus vielen verschiedenen Forschungsbereichen braucht. Trotzdem nochmal die Frage nach der Prognose. Sie sagten eben, Ihre Stalagmiten sind schöne Archive. Aber Herr Päth, wie kann man denn dann sicher sein, dass ich Prognosen machen kann, wenn Sie sagen, Sie sind ein Klimamodellierer? Also wie können Sie voraussehen, was wirklich in 100 Jahren ist? Wir machen keine Prognosen. Wir machen keine Prognosen. Wir machen keine Prognosen. Was immer sehr häufig durch die Presse geistert, ist, dass Klimamodelle vom IPCC Klimaprognosen machen, also Vorhersagen. Eine Vorhersage impliziert, dass ich einen realen Zustand möglichst genau reproduzieren oder vorhersagen möchte. Diesen Anspruch haben wir in der Klimamodellierung gar nicht. Das ist ein Anspruch, den haben wir in der Wettermodellierung. Da versuchen wir, einen möglichst realistischen Wetterzustand für einige Tage in die Zukunft vorherzusagen. Bei den Klimamodellen machen wir das ganz bewusst nicht, denn ein Vorteil der Klimamodelle ist ja, im Gegensatz zu Beobachtungsdaten, dass ich bestimmte Einflussfaktoren isolieren kann, wie zum Beispiel den Einfluss des Menschen, um jetzt eine ganz spezielle Antwort des Klimasystems nur auf diesen Einfluss zu bekommen. Was? Wenn wir jetzt also wissen, dass Sie rechnen doch hoch, dass sich die Erde um so und so viel Grad erwärmt, wenn es solchen CO2-Austausch gibt. Das ist doch eine Art Prognose. Nein, das ist keine Prognose, weil wir dabei nämlich ganz bewusst vernachlässigen, dass natürliche Faktoren, die Herr Mangini beispielsweise anspricht, auch in Zukunft wirken werden. Wir werden auch in Zukunft natürlich Schwankungen in der solaren Einstrahlung haben. Das vernachlässigen wir ganz bewusst in diesen Klimamodellen. Das vernachlässigen wir ganz bewusst in diesen Klimamodellen. Das vernachlässigen wir ganz bewusst in diesen Klimamodellen und wissen deswegen, dass der Zustand, den wir für das Jahr 2100 simulieren, nicht exakt in dieser Form eintreten kann, aber er würde eintreten, wenn der Mensch seine Aktivitäten so fortführt wie im Moment und andere Faktoren, wie zum Beispiel Geschichten der solaren Variabilität, außer Acht gelassen werden. Und andere Faktoren, wie zum Beispiel Geschichten der solaren Variabilität, außer Acht gelassen werden. Solche Zyklen wird es auch in Zukunft geben. Wir können die zum Teil sogar vorhersagen, zum Teil nicht so gut vorhersagen. Es gibt noch andere Faktoren, natürliche Faktoren im Klimasystem, wie beispielsweise Vulkanausbrüche, die auch mal über mehrere Jahre das Weltklima sehr stark beeinflussen können. Die können wir gar nicht vorhersagen. Die können wir gar nicht vorhersagen. Die können wir gar nicht vorhersagen. Wir können nicht sagen, im Jahre 2022... Sie können vorhersagen, dass wenn wir uns weiter so verhalten wie bisher, dass wir dann ein großes Problem haben. Sie können vorhersagen, dass wenn wir uns weiter so verhalten wie bisher, dass wir dann ein großes Problem haben. Und das ist eine isolierte Reaktion des Klimasystems auf den einen Einflussfaktor. Das ist eine isolierte Reaktion des Klimasystems auf den einen Einflussfaktor. Das ist eine isolierte Reaktion des Klimasystems auf den einen Einflussfaktor. Krass. Das ist unglaublich, ne? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ne? Klimamodelle arbeiten mit gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen Systemen. Dadurch ist eine langfristige Voraussage des Systems Klima nicht möglich. Was sagt uns das? Egal, ob Sie eine Versicherung abschließen oder die Welt retten wollen, lesen Sie vorher das Kleingedruckte. Verstehen Sie?